Ist das jetzt euer Ernst? So, ich glaube, die haben mir die Hütte komplett zerlegt. Ein herzliches Willkommen hier zurück bei ARK. Tja, von der letzten Folge wisst ihr ja noch, dass ich draufgegangen bin wegen diesen zwei Raptoren, die da über mich hergefallen bin. Und ich habe schon mal einen Blick nach außen gewagt und die zwei hüpfen natürlich da immer noch rum. So, was mir natürlich jetzt im Moment gar nichts bringt, selbst wenn ich mir die Rüstung anziehe und ich gehe da raus, es bringt mir einfach nichts. So, jetzt sehe ich da drüben einen rumrennen. Ist natürlich die Frage, ob das einer von den beiden ist. Ob die sich jetzt auf die andere Seite... Nein, das ist er nicht. So, ich muss leider raus. Ich muss schauen, ob ich irgendwie... Geh doch mal da hoch, bitte, Anna. Anna, komm. Gerade eben bist du doch auch hoch, also. So. Da rennen die zwei rum. Und machen mir gerade im Moment ein bisschen das Leben zur Hölle. Weil wenn die mich entdecken, dann ist Mordio angesagt. Rein. Ich habe nämlich weibliche Raptor Level 13. Super. Und noch einer Level 16. Gegen die zwei komme ich nicht an. Und ich habe auch keine Waffen. Super. Ist das jetzt euer Ernst? Die machen mich hier im Dingensen fertig, sag mal. Ich habe nichts. Ich habe keine Waffen. Ich habe... Wo habe ich denn Speer? Weg. Lauf, 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 lauf. Mal schauen, ob ich es schaffe, wegzukommen. Da steht mein Package. Na komm. Warum geht ihr so langsam? So, ich renne jetzt einfach mal hier die Richtung weiter. Rennen, habe ich gesagt. Und bin jetzt gespannt, ob ich irgendeinem anderen Viech in die Arme laufe. Ich renne jetzt auf jeden Fall hier mal rein. So, und werde mich jetzt einmal hier... ein wenig ausholen, ausruhen und erholen. Ich glaube, die zwei sind entweder noch beschäftigt mit meinem, mit meiner Baracke oder keine Ahnung. So, jetzt schauen wir mal. Natürlich habe ich die Klamotten vergessen oder besser gesagt, ich habe... Ach so, ich hatte gar nicht mehr an, ne? Kann das sein, dass ich die gar nicht mehr an hatte? Das stimmt, ich hatte nicht mehr an. Das Ganze droppen, das braucht man nicht. Das Fleisch ist natürlich schön. So, okay. Das würde heißen, ich werde jetzt für... Oh, wer bist denn du? Ein Patschi? Hallo? Das ist ja ein Süßer. Eine Süße, besser gesagt, ist ja weiblich, ne? Und ich lasse mich jetzt da schon wieder ablenken. Okay. Ich schaue mal, ob ich irgendwie... Komme ich da hoch? Aber das sehe ich eh nichts. So ein kleines Stück zurück erstmal. Dass ich vielleicht von weiter oben meine Baracke sehe. Ich hoffe jetzt nur, dass ich hier in dem Wald nicht irgendwie so, es ist natürlich so zufällig meine Baracke. Nee. Na, ich glaube, ich bin schon ein Stück weiter gelaufen jetzt mittlerweile. Aber wenn die sich da unten natürlich amüsieren jetzt mit meinem Haus, dann habe ich da erst einmal nichts verloren.
So, insofern werde ich mich jetzt halt hier mal ein bisschen durch den Wald schleichen. Vielleicht mache ich auch an der Stelle einen Schnitt, auch wenn es jetzt gerade erstmal 5 Minuten sind, und werde mal ein bisschen hier die Lage sondieren und schalte euch quasi wieder mit rein, sollte irgendetwas Spannendes passieren oder ich gerade wieder drauf gehen. Also bis gleich. So, da bin ich jetzt wieder. Tja, ich habe mich jetzt halt hier oben ein wenig fortbewegt. Ich habe das Gebäude auf jeden Fall nicht hier unten stehen. Entweder muss ich noch ein Stück weiter hier rechts rum oder ich muss sogar ein kleines Stück zurück. Dem bin ich mir jetzt nicht sicher. Jedenfalls hier sehe ich jetzt die beiden Raptoren nicht. So, deswegen, ich bin auch im Schleichenmodus. Nicht, dass die mich da doch noch erspähen. Und dann irgendwie versuchen hier nach oben zu kommen. Oder es ist hier vorne. Ich könnte jetzt mal den Bogen ausrüsten. Weil dann kann ich doch ein kleines bisschen weiter gucken. Okay, ich gehe mal hier weiter vor. Also ich muss wahrscheinlich weiter links, weil hier sehe ich es jetzt nicht. Dann ist es mit Sicherheit weiter hier vorne. Ja, auf jeden Fall. Ich schau mal nach. Ich gehe jetzt auch aus der Crouch-Position noch mal raus. Hey Äffchen. Wo warst du? Irgendwo da oben wahrscheinlich rumkrabbeln. So, jetzt lass mich mal davor. Ich gehe jetzt auch gleich nach dem Felsen hier wieder in die Crouch-Position. Ich will ja nicht jemanden schrecken, den ich nicht schrecken möchte, ne? Muss man sozusagen. So, langsam, langsam. Hier geht es jedenfalls runter. Also hier sehe ich jetzt nichts. Das heißt, ich müsste noch mal ein Stück weiter. So, kannst du mal ein kleines Stück kannst du rennen. Aber jetzt gehen wir lieber wieder in den Crouch-Modus. Wer weiß, wo die sich rumtreiben. Jetzt gerade im Moment. Oh, neues Level. So, ich glaube, die haben mir die Hütte komplett zerlegt. So wie es ausschaut. Weil hier liegen einfach nur noch ein paar Bäckler. Das ist alles. Okay, ich bin wirklich sehr vorsichtig gerade im Moment. Aber ich denke, das auch zu Recht. Ich will hier nirgends runterglitschen. Ja, die haben ja einfach die Bude zerlegt. Und jetzt, wenn ich hier runtergehe, wer weiß, wo die dann auftauchen werden. Okay, soll ich es wagen? Ich weiß es nicht. Ich schaue vielleicht noch mal hier rum. Einfach nur noch mal zur Sicherheit, ob ich die vielleicht sehe. Und wenn es blöd läuft, sind die mir vielleicht hierher nachgelaufen. Da leuchtet noch was auf. Da vorne sind sie. Da ist noch ein Backerl. Ja, die laufen da vorne rum. Die sind zu dritt, die Sauhund. Ja, es sind drei. So, und der Ekelhafte hier auch noch. Könnt ihr euch nicht gegenseitig ein bisschen zerfleischen? Das wäre mir eigentlich ganz recht. So, in Anbetracht dessen
würde ich mich glatt trauen, da vorne mal runter zu glitschen, das Zeug einzusammeln, aber ich gehe jetzt mal dann auf die 3. Langsam, langsam. Die haben echt die komplette Bude zerlegt. Wow, da ist ja alles drin. Und das ganze Zeug, wenn ich jetzt nehme, wahrscheinlich, dann bin ich heillos überladen. Ja, kann nicht mehr laufen. Und ich kann es auch nicht mehr weglegen. Das wiegt null. Das Holz vielleicht. Naja, wenn dann die Hälfte, bitte. Dass ich einfach mal die Hälfte hier rausschmeiß. Ich muss auf O droppen. Okay. Das Leder ist natürlich schon wichtig, ne? Metalle und Stein und so weiter, das kann ich alles nochmal sammeln. Ist jetzt nicht so tragisch. Und das ist ja noch 2 Stunden 50, ist es ja noch. Was haben wir denn da? Machen wir auf. Fleisch, Holz, das ist wahrscheinlich vom Feuer. Okay, jetzt kann ich es natürlich. Ich meine, ich bin hier wirklich auf einem sehr unsicheren Posten. Weil die können ja jederzeit auch wieder herkommen. Ich könnte jetzt mal probieren, ob ich es denn schaffe, mir hier eine Holzburg herzubauen. Mach mal auf. Zur Herstellung. Geht holztechnisch irgendwas? Strohwand. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gelernt, oder? Das Holzzeug, kann das sein? Holz, ja, ich habe es noch nicht mal gelernt. Wood Foundation, ja. Holzwand. Jo. Und dann natürlich das Doorframe. Auch nochmal 6. Okay, hatte ich nicht einen Level Up? Natürlich hatte ich einen Level Up. Da kriege ich doch auch nochmal. So. Ich mache mir jetzt mal nochmal was auf Gesundheit. Und jetzt habe ich ja wieder 14. Das heißt, jetzt kann ich mir die Tür natürlich noch herstellen. 4 Gramm Punkte. Und dann brauche ich natürlich auch das Holzdach. Nochmal 6. Okay. Dann schaue ich mal, kann ich mir denn das herstellen? Ich kann mir auf jeden Fall wahrscheinlich eine Truhe herstellen, dass ich mal... Was? Keine Kiste herstellen? Was brauche ich denn noch? Stroh. Okay, dann hol dir mal noch das Stroh hier raus, bitte. So. Oh Mann, hoffentlich haut es hin. Ich sehe die eigentlich schon fast um die Ecke rennen. Die Storage Packs. Box, die stelle ich jetzt wirklich mal her. So, lass mich die einfach mal da herstellen und dann die Sachen einfach da reinpacken. So, ich meine, das Zeug brauche ich. Dann haue ich mal gratis Leder haue ich rein. Das Fleisch ist mir jetzt halt wurscht. Das habe ich an. Die Feuersteine. Das kann ich damit drauflegen. Dann den Holzknüppel noch. So. Die Beeren. Ich nehme jetzt mal das ganze Zeug hier rüber. Das nicht. Das kannst du droppen, das ist mir egal. Ich kann nicht laufen? Na. Okay, geh noch mal rein. Hau einfach mal, wie viel hast du denn zu schwer? Geh ich 136. Eieiei. Okay. Dann machen wir hier mal die. Die hier droppen wir mal ganz kurz. Oh, das ist schön. Gleich in die Nähe, das ist gut. So, dann kann ich nämlich
die hier mal rübersetzen. Ich hau das Metall rein, natürlich die Beeren. Jetzt kann ich mal noch das hier zum Glück aufheben, dann sind die nicht alle weg. So, dann hau ich die nämlich noch mit rein. Mir geht es jetzt bloß erstmal darum, dass ich das ganze Zeug hier sammle. Okay, das brauche ich nicht. Vielleicht mal crouchen. Ich weiß, ob die jetzt gleich wieder hier antanzen. Das wäre natürlich schon fies. 2 Stunden 46, kommt das ganze Zeug, kannst du jetzt auch noch nehmen. Und ab zur Kiste. So, dann ist es nämlich erstmal hier gebunkert. Und für die Herstellung haue ich mir jetzt natürlich die Sachen rein, die ich brauche. Zum einen brauche ich hier die Bodenplatten. Holsterhutzerling. Ja, ich brauche ja auf jeden Fall Holz, ist klar. Also, schnapp dir mal das Holz, schnapp dir mal die Fasern, das Stroh und wahrscheinlich auch den Stein. So, und dann kann ich nämlich, wo ist denn jetzt die? Da! Einmal. Ich kann die nur einmal herstellen. Was fehlt dir denn? Holz? Braucht die so viel Holz? Ach du Kacke. Okay. Warte mal, dann setze ich trotzdem hier mal. Ich denke, das Holz, das hebt ja immer noch besser als das Strohzeugs. So, und ich bleibe auch schön hinter diesen Steinen hier. So. Gut. Also ich brauche auf jeden Fall noch Holz. Und ich sollte vielleicht... Ich will es ja nicht riskieren. Ne? Ich hau auf jeden Fall die Sachen jetzt mal rüber. Ich tue auch den Bogen raus und die Pfeile. Ich behalte im Grunde nur dieses notwendige Werkzeug und lasse den Rest in der Kiste, weil mit der Kiste passiert nichts. Nur eben mit mir. Oh, was ist da oben noch drin? Ach so, auch nochmal. Warte mal, dann mache ich das mal leer. Weil dann ist nämlich diese blöde Tüte weg und schwebt mir hier nicht vor den Augen rum. Und dann haue ich den Mist einfach mal daher. Ich bin immer noch etwas angespannt. Komm, drop das, drop das, drop zumindest eine von denen. Wenn ich später eine Mütze auf habe, dann kann ich zumindest diese Brille wieder anziehen, weil die ist ja doch schon einigermaßen cool. So, ich gehe jetzt mal in diese Richtung. Eigentlich sollte ich mir zumindest, wenn es gehen würde, das Bett bauen. Aber gut, ist egal. So, schnapp dir mal die Axt, wir brauchen Holz. Ich habe also immer noch das Farmen eingestellt, dass ich etwas mehr Loot habe. Einfach, weil ich sonst der Ewigkeiten unterwegs bin, um das ganze Zeug ranzuschaffen. Und das ist nicht nur für euch langweilig, sondern das ist auch für mich langweilig. So, jetzt schauen wir mal Herstellung. Für die brauche ich... Fasern habe ich ja en masse. Aber halt. Halt. Mach mal nicht so schnell. Ja, bleib mal noch. So, ich habe Holz auf jeden Fall genug. Ich habe Stroh. Und Stroh habe ich auch noch in der Kiste. Das heißt, ich kann jetzt erst einmal hier zurück. Und kann dann zumindest noch mal zwei so Dinger bauen. So. Also nicht wundern, wenn ich das jetzt vielleicht ein bisschen umständlich mache, das Ganze. Aber mir ist das jetzt halt einfach zu gefährlich. So, das Ganze mache ich mir zweimal. So. Und jetzt snappt es dahinter nicht. So, snappt es zumindest hier. Und es snappt hier. So. Da ist schade, da müsste ich wahrscheinlich den Felsen wegklopfen, dass ich das machen kann.
Aber das mache ich natürlich jetzt erstmal nicht. So, ich brauche natürlich eine Holzwand. Ja. Und ich brauche natürlich. Habe ich die richtig hergestellt? Nein, natürlich nicht. Und ich brauche das hier und natürlich auch die Tür. So. Holzwand ist mir jetzt erst einmal egal, ob ich da jetzt die richtige habe. Einmal hier, da vorne setze ich die Tür hin. Dann einmal die hier. Jawohl, geht auch in die richtige Richtung auf. Jawohl. Gut, dann brauche ich jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Holzwände. Jetzt gucken wir mal, ob ich das Material dafür habe. Ich bleibe immer ein bisschen in Versteck. Nein, natürlich nicht. Ich brauche noch ganz viel Holzfasern und Stroh habe ich wirklich en masse. Aber ich brauche eben ganz viel Holz. Ich hau trotzdem, auch wenn es vielleicht etwas seltsam scheinen mag, ich hau trotzdem das Zeug immer schön in die Kiste. Denn dann bleibt es da wenigstens auch. So, und die mache ich schon noch fertig. Die werden hier noch. Es wird ihnen noch leid tun, mich angegriffen zu haben. Jeder Raptor muss mal fallen. Oder mein Eigen werden. Oder so. Mein Eigen wäre natürlich besser. Ne? So, jetzt sollte ich eigentlich genug Holz haben. Du wirst noch fallen. Ja, das bin ich natürlich schwer, aber. Ich riskiere es natürlich, weil ich habe jetzt außer Holz und Stroh nichts einstecken. Ich brauche auch gar nicht rennen, weil das kann ich im Moment nicht. So, und ich glaube, ich habe so viel Holz jetzt, dass ich auf jeden Fall, und so, nimm das nochmal rüber, dass ich auf jeden Fall nochmal zwei Wood Foundation herstellen kann. Und dann machen wir jetzt halt hier noch 4, 5 Stück gehen, okay. Und ich will nämlich da daneben nochmal 2 Stück Sets. Dann möchte ich ja hier ein bisschen eine größere Basis schon haben, ne? So, die Wall einmal hier. So, zweimal. So, das haben wir doch ruckizucki aufgebaut hier. Es braucht natürlich einen Part, das ist ganz klar, aber es geht auf jeden Fall. So, herrlich. Jetzt brauchen wir hier noch 3 Stück und noch Dach. Und dann passt doch das alles. Ja, also Fasern sollte ich jetzt auch noch holen. Und der Rest kommt wieder in die Kiste. So, dann sammeln wir gleich noch die Fasern. Die Beeren sind mir ja eigentlich wurscht, ne? Das ist klar. Die Beeren gibt's ja en masse. Ich wäre natürlich super zufrieden, wenn ich irgendwie dieses Narkosemittel herstellen könnte, ne? Dass ich mir da wirklich die betäuben könnte und dann mein Eigen machen, weil mit so einem Raptor an der Seite ist natürlich schon auch eine gute Sache. Natürlich haben die jetzt halt noch nicht das höchste Level, aber ich meine, mit 13, 14, was habe ich eigentlich? Habe ich auch noch nicht geschaut. Ich habe Level 17. Oh, ich habe schon wieder hier. Auf 150 Gesundheit gehe ich. Das lasse ich mal noch. Stroh haben wir gesagt, brauchen wir noch. Nee, Stroh brauchen wir nicht. Wir brauchen Fasern. So, dann sammle ich mal hier noch ein paar Fasern. Fasern sammeln. Hallo. Dann halt nicht. Dann halt den da.
So, jetzt sollte ich eigentlich an Fasern recht viel haben. 250, naja dann. Na dann. So. Halt. Geh nochmal zur Kiste. Dann kannst du dir das Zeug nämlich nochmal hier mit reinnehmen. Und dann machen wir die Herstellung gleich hier. So, dort brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen noch, was warst du denn? Drei Wände haben wir gesagt. Eins. Zwei. Drei. Und dann brauchen wir natürlich auch Dächer. Und da kann man wieder nur eins herstellen. Na gut. Dann ist ja zumindest der Eingangsbereich schon mal überdacht, ne? Und hier hinten mache ich zumindest mal die zwei Wände, solange ich nicht die Kiste hier habe. So. Wie viel ist es? Wie viel ist es, was ich noch brauche? Für vier Dächer. 240 Holz brauche ich noch. So. Dann, Moment. Hemd habe ich an, genau. Dann, dann, dann. Ja, das ist perfekt. Das ist passt schon. So. Dann einmal hier die komplette Schoße wieder nach drüben, auch die Wand jetzt mal, und dann hole ich mir eben die restlichen 240 Holz noch. Ah, das schaut doch schon auch wesentlich massiver aus, ha? Das hier ist der Schisser, ne? Der natürlich auch angreift, wenn ich ihn angreife oder das weitergeht. Werch, ne? Na so. Jetzt kann ich die nicht reparieren. An das habe ich jetzt wieder nicht gedacht, ne? Steinachs, was brauchst du da? Feuerstein. Ja gut, Feuerstein haben wir doch gleich. Das haben wir doch gleich. Meine Güte. Ja, und schon haben wir es. Gut. So, dann hole ich mir da nochmal Holz. So, vom Gewicht her ist es jetzt auch. Jetzt gucken wir rein, wie viel hast du? 235, komm, da schlägst du noch zwei Bäume. So, die zwei. Warte mal, wie viel bin ich denn zu schwer? Eigentlich so gut wie gar nichts, ne? Eigentlich echt so gut wie gar nichts. Es ist ja eigentlich schon, da lege ich was aufs Gewicht, aber selbst wenn ich drunter bin, bin ich dann immer noch zu langsam. So. Vielleicht mache ich hier auch einen kleinen Speed. Ruf bitte nicht die anderen, ja? Ich tue dir nichts, dann tust du mir auch nichts. So, es geht voran. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Yes, okay, wir sind da. Aber ich bin natürlich wieder falsch. Ich muss ja erst einmal zur Kiste. Die muss auf jeden Fall dann gleich mal hier mit rein, ne? Das ist klar. So, hol's rüber, hol's rüber, hol's rüber, hol's rüber. Herstellung, wir brauchen noch vier Dächer. 1, 2, 3 und 4. So. Dann setze ich jetzt nämlich erst einmal die Dächer da oben hin. Da haben wir nämlich das Ganze hier schon mal. Der macht ein Querich, ne? Das ist schon Wahnsinn. Solange du mir die anderen nicht herschreist, ja, ist mir das eigentlich dann Latte. So.
Vom Gewicht sind wir jetzt eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich muss mal schauen, ob ich das jetzt alles hier mit rübernehmen kann oder nicht. Ich schmeiße jetzt einfach mal alles hier rüber und ich bin zu schwer. Kann ich mich bewegen? Nein, ich kann mich gar nicht bewegen. Okay, weißt du was? Dann baue ich einfach noch mal eine Kiste. Zwei sind eh immer ganz gut, weil dann kann ich ein bisschen aufteilen. Wo war sie? Da, Storage Box. Dann tue ich jetzt hier erstmal die Sachen wieder raus. Es ist natürlich, tut mir leid auch, das ist ein wenig rumgeschlichtet gerade im Moment. Aber nun gut, da komme ich halt jetzt im Moment nicht drum rum. So, wie viel? Ja, jetzt passt ja vom Gewicht. Also, hier mache ich hier meine Kiste-Ecke. Habe ich jetzt die Kiste da? Oder mache ich sie dahin? Eigentlich wurscht, ich kann sie eigentlich dahin machen und dann mache ich auf der rechten Seite den Schlafplatz. So, dann kannst du hier zum Beispiel mal den ganzen Bärendreck reinhauen. Das Fleisch nicht. Ich mache jetzt halt mal nur die Beeren und diese Samensachen. Yep. Und in die andere Kiste mache ich dann das andere Zeugs. So. Und das heißt, wie viel? 133. Ich kann jetzt wieder nicht mich bewegen. Ja, sag mal. Ah. Ja, ich weiß. Entschuldigung, ich mache es ein wenig umständlich. Dann haue ich die Steine jetzt noch mal raus. Dann müsste ich zumindest jetzt schon mal laufen können. Ja, die Steine, die machen natürlich viel aus, ne? Warte mal, hau doch die Steine erst einmal über Bord. So, weil dann passt nämlich vom Gewicht. Die Kiste selber, die nehmen wir mit. Dann können wir die nämlich setzen und im nächsten Zug holen wir uns dann die Steine von da draußen, bevor die abhauen. So, ja, perfekt. Perfekt. So, dann haue ich da gleich mal die Klamotten rein. Und die Waffen tue ich jetzt erstmal rein. Natürlich auch das andere Zeugs. Wie zum Beispiel Holz, Feuerstein, das Leder und so weiter. So. Aufheben und schon sind wir. Basta. So. Jetzt setze ich noch die letzte Wand dahin. Und schon haben wir es doch geschafft. Haben wir eine Holzhütte, die hält auf jeden Fall um einiges mehr aus. Und dann ist jetzt auch der Schiss vor diesen blöden Raptoren immer so groß. So, dann machen wir uns. Ja, dann stelle ich auf jeden Fall, das mache ich jetzt offscreen, mache ich noch ein Bett und das Lagerfeuer. Und dann freue ich mich, euch begrüßen zu dürfen in unserem neuen Holzdomizil. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.